Herzlich willkommen zum Darts Creator Cup 2024. Live aus der Straßenkickerbase in Köln. Und hier ist euer Moderator, Vince Gottmann. Und dann die Hände zum Himmel. Willkommen zum Darts Creator Cup 2024 live aus der Straßenkickerbase in Köln. Ich sage nochmal kurz Hallo an alle, die bei Twitch zuschauen, bei aditotoro. Du machst die Soundeffekte, ja, kurz, ich gehe ans Orki und dann gehe ich hin und los. Gut. Super. Paul, der hat ganz oft Doppel 20 geübt heute. Ich glaub, der macht Practice das Board. Wenn er keine Angst hat. Doppel 10. Game, Shot. Und der ist drin! Mittler Doppel. Zu Gurkensalat. Ganz stark. One. Ja, aber es ist okay. Aber ähnlich ist okay. Paulfuckers requires four. Ähnlich klappt. Na? Come on. Da ist, Shot and the match to the Paulfuckers. Klar landen die dann oft auch mal in der 1. Also in der Single 1. Dem Niklas traue ich so ein schönes Checkout zu. Da ist es nämlich! Shot and the match. Und da ist auch mal... Stark. Ja? Jetzt los. Die Doppel 17. Geht Kahn drauf oder stellt er um? Ja, geht drauf. Er geht drauf. Oh, der trifft der Kahn! Mit dem zweiten Dart! Mit dem zweiten Dart! Macht er seinem Namen alle Ehre! Schade. Aber immerhin schon mal gerade, schon mal die halbe Miete. Und Mo hat jetzt die Chance für ein kleines Upset hier zu sorgen mit der Doppel 13. Geht er drauf? Trifft die Doppel 6. Unten die Doppel 7. Doppel 7 nähert sich an. Und die ist drin! Die ist drin! Zu Team Süd. Damit rechnet hier nämlich keiner, dass Emily und Mo, Wahnsinn, die rauschecken. Mo, der frustriert war. No score. Schade. The Paulfuckers requires 2. Game, Shot, and der ist drin! To the Paulfuckers. Von Adi, der zweite Sieg im zweiten Spiel. Doppel 13 auch eher unbeliebtes Doppel. Den Knochen meiner Vorfahren habe ich mal. Wow! Oh mein Gott! Der Chat beweist, warum sie recht hatten. Krass, checkt hier die Doppel 13. Lange gedauert hat. Die anderen waren wirklich gute Doppels. Oh, Marvin ist nah dran. Marker. Oh, ist er noch drin, Marvin! Da ist er noch drin hier! Und Paul hat jetzt Doppel 9. Und der ist drin! Und mit dem ersten! Super! Und schaut euch an, was es den beiden bedeutet. Oh nein. Die scharfen Schützen requires 4. Ja! Game, und wieder ist es Kahn, der die Doppel 2 checkt und diesmal zählt's auch. Ich guck mal. Ah, sie ist sogar knapp. Der Weg war auf jeden Fall schon mal. Oh, sie bewirft sich. Und ich. Sie tanzt. Ich glaube, sie hat gar nicht gecheckt, was sie gemacht hat. Jetzt realisiert sie es erst. Jetzt realisiert sie es erst. Es ist theoretisch auch sehr gut, Emily. Theoretisch war es sehr gut. Nur nicht, wenn sie finishen muss. Doppel 6 für Emily. Doppel 3. Die geht einfach wieder drauf. Aber sie geht drauf. Nein, du hättest... Sie versteht's nicht. Ich brech zusammen. Sie trifft tatsächlich die Doppel 6, aber davor die Single 6. Immer noch seine verbliebenen Pfeile werfen. Game, und da ist er drin. Team verschwitzt. Holt es gegen Team Süd. Kennst du die Dart-Regeln so? Eben gerade hast du so. Ich weiß ja auch nicht, weil du hast eben die 6 getroffen. Ich bin ehrlich, ich weiß, der Chat würde jetzt einen wieder komplett fertig machen, weil ihr seid die krassesten ab. Ihr seid wirklich die heftigsten, macht alles perfekt immer. Aber ich kenne die Regel nicht. Ich dachte, man muss die Mitte mal treffen. Die Mitte ist gar nicht so schlecht. So, jetzt erstmal eine große Ungerade für Noah. So, 36, Doppel 18. Und der ist drin! Und der ist drin von Noah! Er trifft die Doppel 18 und wie? Mit dem ersten Dart! Checkt Noah die Doppel 18! Er sieht so aus, als... gesagt, ich hab gar nichts verstanden. Ich hab's nicht realisiert. Und du wolltest aggressiver spielen, hast du gemacht und es hat geholfen. Ja. Können wir eine Slow-Motion? Guck mal da oben. Was? Was hältst du von Noah gerade? Geile Sau. Was soll ich sagen? Aber jetzt die Riesenchance für Paul Fischer. Ja. Und der ist drin! First leg for Gurkensalat. Ganz stark. Aber das ist doch... Ist okay. Gurkensalat okay. Ja. 32. So, jetzt Doppel 16 für Paul Frege. Matchstart. 24. Links oben. Und der ist drin! Gurkensalat gewinnt das erste Viertelfinale. Und schaut euch an, was das denn mal bedeutet. Paulfuckers. Schade. Ja, reicht nicht. So. Okay. Ja, Game shot and the first leg von Paulfuckers. Ganz, ganz stark von Adi, der Second hier umbaut, nämlich. So, Doppel steht. Game shot. Und der ist drin. Paulfuckers. Paulfuckers ziehen ein. Und damit haben wir das Traumhalbfinale, denn Gurkensalat, Paul gegen Adi. No score. Schade. Warriors 58. 18 rechts. Jetzt 56, 16. So, die 16. Und jetzt Doppel 20. Und jetzt Doppel 20 und ich gehe nach Hause. Ich mache alle Lichter aus. Ich mach die Lichter aus! Ich hab's beim Score von 200 gesagt. Unterschätzt mir den Norden nicht. Der kommt hier hin und weiß selber nicht wie. Wolltest du jetzt nach Hause gehen? Ich muss die Lichter ausmachen. Wo ist hier? Bis 2 wird gespielt. Aber es ist noch nicht der Sieg, ne? Ihr müsst noch ein Leck gewinnen, Noah. No score. Über 40 verspielst. Die haben jetzt den Druck, ne? Kanna hat er schon mal gemacht. Die Top. Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Noah checkt schon wieder die Doppel 18! Es kann nicht sein! Es kann nicht sein! Noah checkt wieder die Doppel 18! Der Hammer! Wow! Noah, bessere Doppelquote als gestern alle im WM-Finale. Das kann nicht sein! Können wir das nochmal sehen, bitte? Das finde ich gerade. Vor allem, ich hab den so von der Seite, dachte ich mir mal was Neues. Und die Merle sagt nach dem ersten Spiel, er ist ein Anker! Ja, ist so. Ich glaub's nicht! Ich glaube, das musste sie sagen, um ihn so richtig zu pushen. Guter Marker, guter Marker, guter Marker. Einfach reingerotzt. Ja, wirklich von der Seite. Top, Junge. Hey! Maschine. Noah, du hast beide Legs entschieden. Beide hast du ja sogar in der Regie mitgefeiert da hinten. 34, Doppel 17. So, Doppel 17. Für die Führung. Yeah. Ja, der ist drin! Stark! 41 mit 2 Darts gecheckt, ganz stark von Nick. 26. Zu einem ganz scharfen Schützen requires 32. Kahn, gute Chance jetzt. 3 Darts in der Hand. Game shot! Und der erste ist drin! 1:1! No score. Die scharfen Schützen requires 16. Jetzt kommt Marvin, der vieles heute schon gecheckt hat. Ja. Und der ist drin! Die scharfen Schützen! Die scharfen Schützen ziehen ins Halbfinale ein! No score. Das ist auch echt ein undankbares Doppel. Doppel 3. Ich kann dir aber einen sagen, der das jetzt sofort checken würde mit einem Dart. Luke Littler. Nee. Und der ist drin! Bisschen Gavin Price-mäßig noch so ein Dart hinterhergeschmissen, ne? Ja, das ist so ein bisschen... Das macht man nicht. Doch, hier darf man das. Hier darf man das, ne? Ja! Der ist drin! Es geht in den 1:1. Somit steht es 1:1. Hält, was es verspricht. Oh, Jons hat mit dem ersten. Oh, ist der knappe. 100! Ganz stark. Nein, so, jetzt wollen sie einmal die 100 zeigen. Sehr süß. Ein Tier. Der ist drin. 80. Jetzt gehen die Triple aber wieder richtig gut. Sehr schön. Ganz starkes Scoring wieder jetzt. Oh! 32. Knapp. Schade. 147. Aber du hast ein bisschen gecallt, ne? Ja, man muss auch mal Glück haben. Ja, 97. Alter, was für eine Aufnahme jetzt von aditotoro! Die gehen gleich direkt auf Bull. Ganz stark. Doppel 8. Doppel 8 ist drin! Und da steht im Finale! Ja, Game Shot in the first lane. Scharfe Schütze. Und wieder ist es Marvin. Kahn hat sich auch echt gemacht übers Turnier, ne? Für das er vorher noch nie wirklich Darts gespielt hat. 3 Rest, am besten überwerfen, sagt der Call, und hat damit absolut recht. Irgendwas werfen. Das hätte auf gar keinen Fall. Oh, das ist der erste Dart. In die Wand. Das ist der erste Dart. In die Wand. In die Wand. Der Caller Christian sagt, schmeiß irgendwo hin, und Kahn übernimmt es 1:1. Oh nein. Christian Caller sagt, schmeiß irgendwo hin, und Kahn macht's. Er schmeißt irgendwo hin. Ich wollte die in meinem Wohnzimmer aufhängen, jetzt hat die ein Loch. Och man, der Arme. Schon intensiv, ne? Aber ich glaube, dass Marvin so langsam jetzt einen hier auscheckt. Ja, Game Shot! Mit der Ansage zieht die Scharfschützen ins Finale ein. Gurkensalat requires 3. Oh, super Dart. Yeah. Ganz stark! Schöne 2. Was war das? Ganz stark von Paulo Muck. Glaube ich. Sehr schön. Ja, auch schön. 68. Gurkensalat requires 20. Oh, ganz stark! Zu Team Gurkensalat. Das Break! 2:0 für Team Gurkensalat. Das Break, und es ist schon die riesengroße Vorentscheidung, meiner Meinung nach. Der kann checken, der kann das, das hat es heute gezeigt. No score. Und er ist nah dran, aber Gurkensalat requires 20. Der Umstand ist, glaube ich, bei unserem Level so ein bisschen, da triffst du eher die falsche Zahl als Game, Shot! Und da ist es! Stark. Gurkensalat gewinnt den Darts Creator Cup 2024! Ich hab das schon Jubel an! Frege Paul und Paulo Muck holen sich den Titel im Finale gegen die scharfen Schützen mit 3:0. Und das absolut verdient. Paulo Muck! Glückwunsch an Gurkensalat und nochmal einen fetten Applaus für Paulo Muck! Grandios! Wenn wir den bekommen könnten. Darts Creator Cup 2024! An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Adi und Paul für die Organisation vom Darts Creator Cup 2024. Vielen Dank an AirUp, vielen Dank an den Gabriel Clemens Dartshop, vielen Dank an die Straßenkickerbase hier in Köln und an die Dudes von Let's Play Darts. Christian, die Legende, komm mal rein! Komm rein! Und Olli, wo ist Olli? Komm auch rein, Olli! Ja, vielen Dank an Applaus. Ja, vielen Dank an Vince. Ja, komm, ja, komm! Ja. Das war der Darts Creator Cup 2024. Vielen Dank an alle. Wir sehen uns nächstes Jahr 2025 mit Publikum. Mit Danke auch an den Chat. Ja. Danke an den Chat, dass ihr alle am Start wart bei allen Streams. Kurz raus, auch von Emily. Sie hat das letzte Wort. Okay, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.